und kein Quick Charging möglich. Fuck you, Apple. Android-User haben es ein bisschen einfacher. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin ja bekanntlich ein riesengroßer Android-Fanboy, aber ich habe mich mal dazu entschlossen, Apple mal wieder eine Chance zu geben. Heute ist das iPhone 8 endlich angekommen und ich habe es mir jetzt auch in jeder Farbe einmal bestellt, beziehungsweise ich habe hier zwei iPhone 8 und ein iPhone 8 Plus und dadurch kommen wir auf alle Farben hier. Letztes Jahr hatte ich mir das Jet Black iPhone 7 geholt und ich war damit so unzufrieden, dass ich es wieder zurückgegeben habe. Bin jetzt mal gespannt, solange das iPhone X noch nicht da ist, ob die Geräte mich so zufriedenstellen können, dass ich wirklich wieder Apple oder beziehungsweise iPhone-User werden kann. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Nur kurz vorweg, ich will gar nicht lange rumreden, aber wir werden hier ziemlich genau alle Farben mal anschauen und demnächst werden eine ganze Menge Videos kommen. Dazu erstmal, wenn ihr etwas Besonderes haben wollt, einen Kameravergleich oder was auch immer, schreibt es mir unten in die Kommentare und dann werde ich auf jeden Fall übers Wochenende oder die nächsten paar Tage definitiv ein paar Videos machen. So, ich weiß, Apple hat diese tollen Folien hier drauf, aber mein Unboxing-Messer habe ich immer dabei. Und warum? Weil ich es einfach mag. So, dann packen wir es auch mal aus. Ich würde sagen, wir fangen hier mit dem silbernen Modell an. Die Produkte sind übrigens fast alle gleich, aber wenn man jetzt gerade die Farben mal unterschiedlich betrachtet, im Licht schimmert das goldene Modell etwas. Wenn man es miteinander mal so hinstellt, sieht man es noch genauer, denn die Verpackungen waren früher eigentlich immer weiß bei Apple-Produkten. Dann kam das Jet Black iPhone und dann war das schwarz letztes Jahr. Das war so ein ähnliches Schwarz wie hier. Das ist jetzt das iPhone 8 Plus und das ist jetzt nicht mehr schwarz außenrum, sondern so eine Art dunkelgrau. Ich habe leider kein Jet Black iPhone hier, aber bei einem guten Swag-Tab könnt ihr auf dem Kanal schauen. Er hat es nochmal direkt daneben gestellt. Mir gefällt ehrlich gesagt das Grau nicht so sehr. Ich habe mir jetzt eh so ein Space Gray MacBook mal bestellt. Ich bin mal gespannt, wie die Farbe dann sein wird. Fangen wir also mit dem silbernen Modell an. Ich habe leider nur zwei Hände, sonst würde ich alle drei gleichzeitig anwachsen. Es ist das 64 GB Modell. Da bin ich mal gespannt, ob das mir ausreichen soll, weil die iPhones ja besondere Features haben. Und dann gucken wir es nämlich genauer an. Wenn man die Verpackung so öffnet, kommt uns natürlich der ganze Papierkram jetzt entgegen. Da ist dann ja ganz viel Papierkram dran, Quick Start Guide und das SIM Eject Tool und eine Menge Sticker und so weiter. Und ich werde es nicht wie alle anderen nachschauen, ob schwarze Sticker drin sind. Das ist natürlich dann auch bei SuperSafe mal nachgeschaut. Hier ist das iPhone, ich lege das mal hier auf die Seite. Dazu kommen wir nachher nochmal gleich. Und dann haben wir hier weiter noch die EarPods, die sind kabelgebunden, die sind wirklich gut, ich würde sie mir natürlich nicht kaufen, aber weil sie dabei sind, da muss man schon sagen, da gibt es deutlich schlechtere Hersteller, die, naja, richtig scheiß Kopfhörer mit beilegen. Dann haben wir noch das Lightning-Kabel, Apple hat immer noch Lightning-Kabel bei iPhones mit verbaut, die sind halt jetzt mal mit dabei und dazu komme ich aber gleich nochmal. Die sind jetzt einfach bei den Geräten immer so mit drin und dazu kommt noch das tolle, süße, kleine Ladesteckerchen. Ich hatte den eigentlich in Hochglanz in Erinnerung und der, ach, das ist die Folie, ist der Hochglanz drunter? Ja, ist er. Okay, ich dachte schon, wow, cool, die haben das jetzt matt gemacht. Nö, der ist jetzt wirklich immer noch derselbe und hat nicht allzu viel Power. Da gibt es nämlich eine Besonderheit. Aber jetzt packen wir erstmal die anderen Geräte aus und dann ziehen wir mal die Folien von den Produkten ab und dann werde ich nachher dann noch mehr zu den Ladesteckern und so weiter erzählen. Silber ist da und dann gehen wir schon an das nächste Modell, das ist das goldene. Es gibt ja bekanntlich im Moment kein Modell des Rotes, wie beim iPhone 7, also ein iPhone Red gibt es im Moment beim 8er Modell nicht, genauso wenig wie das Rose Gold, also das Rosé-goldene bzw. pinkfarbene iPhone gibt es im 8er Modell nicht oder noch nicht, wir werden sehen. Hier, es müsste eigentlich die gleiche Art und Weise drin sein, Papier und so weiter und hier ist das Smartphone. Legen wir nebeneinander hin und die Verpackung kommt jetzt auch gleich weg. Dann werden wir nämlich auch noch einen Farbvergleich noch machen und hier haben wir doch noch die größere Größe. Hier habe ich auch wieder ein 64 GB Modell dabei und ich weiß wirklich nicht, ob das uns reichen wird, weil das, naja, immer mit Ruhe.
Beim iPhone 8 Plus ist es genau dasselbe Modell wie beim iPhone 8. Das bedeutet, erst kommt Papierkram, da ist alles dasselbe drin und dann kommt das Smartphone. Anschließend kommen dann die Ladestecker und die EarPods. Keine AirPods, obwohl die gerade im Preis gesunken sind übrigens. Ich kann es euch mal verlinken. Die Apple AirPods gibt's, die sind wieder verfügbar. Die gibt es im Moment gerade für 139 €. Also nicht mehr für 180. Ich kann, wenn ihr ganz viel Glück habt, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich kann es euch mal verlinken. So, Farben, schön. Mir gefallen sie, aber jetzt machen wir erstmal die Folie weg. Und ganz ehrlich, ich habe ja hier das Privileg, jetzt habe ich wirklich einen Arsch voll Geld ausgegeben. Das Ganze hat mich wirklich sehr viel gekostet. 800 € kostet so ein iPhone 8 und das hier ist ja nochmal ein Stückchen teurer. Und deswegen freue ich mich auf Folgendes. Ihr wisst vielleicht Bescheid, aber das Abziehen dieser Folien macht für jegliche Unboxings immer am meisten Spaß. Deswegen bin ich jetzt mal ganz kurz leise. Das ist Nummer 1. Okay, die Rückseite lasse ich jetzt mal so da, weil das ist wahrscheinlich der einzige Moment, an dem die Rückseite genauso ohne Fingerabdrücke bleibt und nie wieder so schön sauber sein wird. Nummer 2. Und Nummer 3. Nice. Okay, dann schauen wir uns die Geräte jetzt mal genauer an. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Silberne, weil es so schön hell ist, irgendwann mal mein Favorit sein wird. Da weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung. Ich habe nämlich noch das iPhone 7 hier in dem Rosé-Gold. Und dann sieht man jetzt dann den Farbvergleich nochmal absolut genau drin. Und dann sind mir gleich ein paar Dinge aufgefallen. Das Lumpige kommt jetzt hier nochmal weg. Aber das Schwarze, das ist nicht mehr das Jet Black, das ist auch kein mattes Schwarz, sondern es ist ein bisschen heller. Ich weiß nicht, ob die Kamera das genauso einfangen kann, wie es auch wirklich ist. Da werde ich auf jeden Fall in den Reviews ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber das hier macht schon was her. Apropos, ihr seht schon, dass ich ein bisschen drauf rumklopfe, weil da ist eine Rückseite, die aus Glas besteht. Denn dieses Mal gibt es ein paar neue Funktionen dabei. Das iPhone 8. Hat eine normale, in Anführungsstrichen normale Kameralinse und das iPhone 8 Plus hat eine Dual-Kameralinse. Schön und gut. Beide können 4K, beide können 60 Frames per Second. Das ist schon mal richtig gut, aber das möchte ich euch gar nicht länger jetzt damit langweilen, denn da kommen wir in einem extra Kamera-Review dazu. Warum aber das Klopfen? Es ist eine Glasrückseite dabei, denn diese Geräte sind zum ersten Mal Wireless-Charging-fähig. Das bedeutet, ich brauche kein Lightning-Kabel mehr. Und kann sie dann quasi aufladen. Wie funktioniert das? Ich brauche dazu das Wireless Charging Pad. Das ist ja gar nicht dabei. Das ist schon mal Nummer 1. Da zahlt man also 800 € für so ein Smartphone und kann gar nicht wireless chargen. Also muss ich doch wieder das Kabel benutzen. Ist ja kein Problem, wir haben eine gute Kamera drin, wir haben einen guten Prozessor drin, sogar eigentlich den besten Prozessor. Ist wahrscheinlich auch das schnellste und beste Smartphone, das man absolut im Moment kaufen kann. Und da sind nochmal eine ganze Menge mehr Funktionen dabei. Unter anderem Quick Charging, das bedeutet 30 Minuten aufladen, sollte so in etwa 50% von dem Akku aufladen. Der Akku hat bei den Modellen, ich glaube so 1800 mAh, das ist in Ordnung. Man soll ungefähr einen Tag damit auskommen, je nachdem wie viel man damit hantiert. Diese Displays, etwas höhere Auflösung mit 400 ppi und hier etwas eine geringere. Deswegen verbrauchen die auch nicht ganz so viel Energie. Und außerdem hört sich ja 30 Minuten Aufladen und 50% Akku sehr gut an. Das Ganze funktioniert mit Quick Charging. Aber wie ihr schon gesehen habt, ist hier gar kein Netzteil dabei mit Quick Charging. Das heißt, ich kann das gar nicht machen. Jetzt schaut nochmal genau hin. Ich zahle hier also 800 € und nochmal 800 € und dieses Smartphone kostet sogar 909 € und ich habe zwar das Quick Charging Pad, nee, das Wireless Charging Pad bestellt, also habe ich quasi 2500 € für das Ganze hier bestellt und kann gar kein Wireless Charging oder Quick Charging nutzen. Für Quick Charging müsste ich nochmal ein zusätzliches Ladekabel kaufen. Und das Ganze macht es nochmal teurer. Das bedeutet, ich brauche einmal den Ladestecker, der kostet mich 79 € und nochmal ein Kabel. Das bedeutet, ich brauche ein
Lightning zu USB Typ C Kabel, was ja auch nicht mitgeliefert wird. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? 2.500 Euro und kein Quick Charging möglich. Fuck you Apple, was soll das? Android-User haben es ein bisschen einfacher. Aber ich bin mal gespannt, ob das das Ganze wert ist. Wir haben hier ein paar Farben, die lasse ich euch jetzt nochmal hier ins Bild rein. Mir gefällt ehrlich gesagt das Goldene nicht so ganz, wie ich mir erhofft hatte. Ich dachte, das Goldene macht was her, aber ich glaube, ich tendiere dann eher zum Silbernen oder vielleicht zum Silbernen in der großen Variante. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr von dem haltet und vor allem, was ihr von der Problematik haltet, dass all die Features, die dafür beworben worden sind, dass die gar nicht dabei sind. Naja. Aber bevor ihr jetzt abhaut, wollte ich euch auf eine Kleinigkeit noch hinweisen, denn wir haben jetzt gerade die 20.000 Abonnenten-Marke durchbrochen. Dank euch. Deswegen erstmal vielen Dank wirklich. Und ihr wisst ganz genau, was auf euch zukommt, denn ich mache ein mega fettes Gewinnspiel. Es ist noch nicht ganz fertig, deswegen bleibt einfach dran, abonniert den Kanal, dann könnt ihr es nicht verpassen. Dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.